Hallöchen und herzlich willkommen, liebe League of Legends-Freunde, zu einem weiteren League of Legends React. Ja, das ist, wie ich schon öfters gesagt habe, immer mal wieder random und es gibt einige Ausfälle, also ich werde natürlich nicht auf alles wirken und auch nur, wenn ich Bock habe. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall erstmal den Arcane-Trailer an. Wir haben schon vor einem Jahr oder vor zwei fast irgendwie mehr davon das erste Mal erfahren. Eine Serie von League of Legends auf Netflix, also auch in Zusammenarbeit mit Netflix. Und das wird ziemlich fett. Ich bin mega gehypt. Ich glaube, natürlich werden es am Anfang noch nicht so viele Folgen. Und wir wissen auch gar nicht, wie groß soll diese Serie eigentlich werden. Denn das Setting und die Charaktere, zumindest für diesen Teil der Serie, der jetzt als erstes kommt, sind ja schon bekannt. Wir werden gleich reinschauen. Und danach gibt es noch ein React auf den neuen Song Imagine Dragons bzw. JIT, die den Song Enemy rausgebracht haben. Ebenfalls das offizielle Musikvideo zur Arcane-Serie. Ja, wir sehen hier schon ein kleines blauhaariges Mädchen mit einem Roboter-Äffchen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal in den Trailer zu Arcane rein. Die Untertitel habe ich auch schon mal angemacht. Die müssten beide auf Englisch sein. Genau. When I was a kid, me and my sister. Und wir sehen hier Netflix-Symbol. Es sei gesagt, dass ich den Trailer bis zu einem gewissen Punkt schon gesehen habe und das Musikvideo komplett. Aber ich habe noch nicht alles von dem Trailer gesehen. Sehr interessant. Das ist auf jeden Fall Vi. Sieht man ja an dem Tattoo. Jünger. The world's growing smaller every day. Up there on the surface. The top side is immediately under city. Wir sehen Piltover, Zorn, die beiden Hauptstädte. I believe I've discovered something incredible. A way to harness magic through science. You don't understand what it's like. Chase. Ich glaube, hier ist die Erfindung des Hextechs. Born strongest. It comes to those who will do anything to achieve it. Okay, wer ist das? Imagining yourself a hero. Then what are you waiting for? What the? More lives may be lost. Die Serie kommt jetzt bald im November. Das ist natürlich Jinx. Sie wird der Main Protagonist sein. What have you done with my sister? I'll give her your regards. This cycle of violence will never stop. She's too far gone. I have to try. You've got a good heart. Don't ever lose it. Protect the family. Sind Vi und Jinx damit confirmed Geschwister? Are we still sisters? Nothing is ever going to change that. Hextech Gauntlets. Caitlyn. Was ist dieses Gift? Okay, das ist schon sehr geil. Also wie gesagt, ich habe den Trailer nur bis zur Hälfte gesehen. Übelst nice. Da ist noch was. What? Moment. Ah, ja. Okay, darauf könnten wir theoretisch auch nochmal reacten. Ich glaube, das habe ich zwar schon gemacht, aber dann habe ich es unterbrochen. Übel geil. Ich würde mal vermuten, die Story ist so, dass Jinx und Vi von ihrem Vater allein gelassen worden sind, weil nicht so tot, auf der Straße gelandet sind. Und Vi hat es vielleicht, ich sag mal, irgendwie zu einem normalen Leben geschafft. Vielleicht Polizeiakademie oder so, weil sie hat ganz adrette Kleidung an, während Jinx es halt nicht hat. Und dann müssen sie Jahre später, nachdem sie sich so ein bisschen getrennt haben, wieder kommen sie wieder zusammen, um diesen krassen Bösewicht, der wahrscheinlich ihren Vater drauf gefickt hat, zu rächen. Der wahrscheinlich die ganze Stadt verpesten will. Und das findet alles parallel zur Erfindung des Hextechs statt, deswegen ja auch Arcane, wo Magie mit Wissenschaft zusammen kombiniert wird. Insane. Wir wissen ja, Hextech ist ein sehr, sehr geiles System, womit man eigentlich alles erklären kann. Also Riot Games hat sich da schon was Cooles ausgedacht. Ich bin megamäßig gespannt. Wir werden noch ganz kurz diesen Clip hier angucken.
Der ist ja schon länger draußen, seit Juni, das kam ja vorher raus. Da möchte Jinx etwas beweisen, besonders ihre Schwester Arcane, die Anime-Serie ab Herbst 2021 auf Netflix. Übel geil. Wir werden da nochmal reingucken. Ich kann mich auch nicht an allen erinnern, was da drin ist. Aber jetzt sehen wir ein bisschen, also am Anfang sahen wir, wie gesagt, aus diesem Trailer ein bisschen mehr aus Jinx Perspektive. Und jetzt werden wir. Warum ist das so ein bisschen verschoben? The fuck? Jetzt. Oh, jetzt werden wir ein bisschen mehr aus Perspektive von Jinx sehen. Vermutlich ein altbekannter Ort. Und wir sehen, Jinx ist da noch ein bisschen jünger. Ne, wie gesagt, Vi und Jinx noch ein bisschen jünger. Das sind noch nicht ihre erwachsenen Pendants, wie man sie heutzutage kennt. Ich würde schätzen, zwischen 16 und 20. Vielleicht sogar älter, also so allerhöchstens 24. Aber Jinx ist ein bisschen crazy. Wir wissen ja, Jinx ist sehr, sehr crazy. Irgendwas muss Jinx, ganz, ganz viele Faktoren müssen dafür gesagt haben, dass Jinx crazy geworden ist. Wenn's Zaun allein schon nicht ist, lol. I mean. Aber es ist so cool. Ich liebe diesen Steampunk. Ich liebe Steampunk. Es ist so ein cooles Mittel für das Genre. Überall, überall. Wir scheinen aber auch viel gelernt haben, was wir gelernt zu haben. Ne? Das ist ein sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Und sie hat einen Highscore gemacht. Nicht den besten, aber einen zweitplatzierten. Das tut ihr natürlich sehr weh, dass sie nicht Erste geworden ist. Wow. Sehr interessant. Vor allem haben wir das hier zuerst gesehen und dann das hier. Klar, es gab schon mal was, irgendeinen animierten Teil, aber der war, glaube ich, da war nur ein kleiner Schnipsel. Ja, ich würde sagen, wir gönnen uns direkt das Musikvideo. Das kam ja legit erst heute raus. 28.10. Ja, habe ich mir schon gegönnt. Ist ziemlich geil. Wird jetzt natürlich ein bisschen Copyright Music, aber mein Gott, was soll's. Aber achtet mal auf die Details. Die sind nämlich sehr, sehr geil. Das ist schon ein bisschen The Last Drop. Featuring JIT mit Imagine Dragons. Eine kleine Jinx. Wer waren wohl diese Gestalten? Den Affen kennen wir ja, sind ihre Chompas. Und den kennt man doch. Wer könnte das nur sein? Schon. Ah, Deutsch. Kann man lassen. Sie hängt auf der Straße rum. Ein paar Kids mit Vi. Und diesen Weißschopf, den kennt man auch. Nur am Scheiße bauen, das ist ziemlich widerlich. Möchte ihre großen Schwester nacheifern. Sieht sie lächeln nach so langer Zeit. Der Mittelfinger von Echo, Alter. Es ist so geil, dass sie das zeigen. Ich finde, diese Soldaten haben echt eine geile Rüstung.
aber sie sind natürlich Abschauen im Gesicht. Piu. Habt ihr den Frame gesehen? Der Jinx-Frame? Dabei wird er ziemlich oft verhaftet. Die haben sehr viel Streit. Die ist sauer. Das müsste ein Shit sein. Hab ich noch nie einen Song von gehört, aber klingt schon nice. Also den Teil muss ich auf Deutsch machen. Ich verstehe fast kein Wort. I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it, pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your Self-struggle. Ja, the misery. Dieser Lip-Sync. Alter. Das ist der Weg, wie sie zu der Jinx wird, wie wir sie kennen. Von jedem geächtet. Ich find's so geil, dass Imagine Dragons einfach quasi Canon sind, ne? Oh, scheiße. Die sind ja damit Canon, wenn sie sich selber rein animieren, ne? Das ist schon geil. Schon sehr, sehr geil. Und shit halt auch. Also. Schon cool. Also. Imagine Dragons, ne, mag glaube ich nicht jeder, muss man schon sagen, hat eine sehr, ja, es ist eine eigene Musikrichtung, aber klingt relativ mainstreamig. Ich mag sie, finde die Rap-Anlage von JIT auch sehr gut. Ich würde dem Song schon, ja, 7,5 von 10 geben, wenn nicht sogar eine 8. Er ist jetzt nicht der ultra krasse Banger, ne? Der Comment hier, das ist so cool, right, should definitely make a series about this. Ja, Imagine Dragons getting their own in-universe persons and actually sick them who deserved off the banger that was Warriors. Boah. I didn't have a crush on her until she started talking to the gun. Me, a massive Jinx simp. Ja, moin. Ja, geil. Einfach nur nice. Ich bin sehr gehypt. Ich freue mich. Die Serie müsste... haben die nicht gesagt, ne? 6. November. 6. November. Mark this words... Am Samstag in 8 Tagen, 9 Tagen. Also 9 Tage, ungefähr. 9 Tage noch. Oh, das ist so geil. I love it. Ja, ich bin ziemlich gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, was haltet ihr von der Serie? Schreibt es in die Kommentare. Und was haltet ihr von dem Song? Schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns. Ja, vielleicht mache ich ein Serienvideo. Ich meine, es ist eine League of Legends Serie. Natürlich muss ich darüber reden. Ja, ich glaube, das werde ich machen. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Haut rein, bis dann und ciao.